Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Help auf unserem Channel. Wir spielen Dead Island Riptide und suchen die Aufnahmen von Angela Guerra. Die erste Aufnahme findet ihr direkt bei der Ankunft am Pearl Sands Beach. Dafür müsst ihr etwas den Strand hochlaufen in Richtung des Survival Camps. Hier den kleinen Pfad hoch. Dann schwenkt ihr ein bisschen links rüber, springt über den Abgrund auf die kleine Strandhütte. Die hat ein kleines Loch oben in der Decke, da lasst ihr euch einfach runterfallen. Und dann links auf dem Tisch habt ihr die erste Aufzeichnung. Die zweite Aufnahme findet ihr, wenn ihr vom Survival Camp zum Kiwi Camping fahrt. Oder lauft, dann hinter dem Kiwi Camping den Weg hoch, dann kommt ihr hier zum Mataka Bungalow, da wo ich jetzt stehe. Müsst ihr einmal um den Bungalow rumlaufen, hier die ganzen Zombies erledigen und dann hier hinten auf die Kisten springen, um dann auf diesen Balkon zu kommen. Wenn ihr auf dem Balkon seid, lauft ihr einmal ganz durch, springt hier hinten runter. Hier ist noch ein Zombie, den ihr erlegen müsst. Ihr habt da auch eine Workbench, wo ihr eure Sachen reparieren könnt. Dann müsst ihr vorsichtig entern hier in das Haus. Hier sind nämlich auch noch ein paar Zombies drin. Und dann hier hinten zwischen den Reifen findet ihr die Aufzeichnung Nummer 2. I'm with a group of survivors and we're on foot, heading into the Highlands. Paul was so feverish. Ziemlich weit nördlich findet ihr die nächste Aufnahme und zwar hier ist der Quest Rescue Mia. Da gehen wir aber mal ganz lockerflockig dran vorbei. Hier auf dieser Holzbank finden wir die nächste Aufzeichnung. Ein Stückchen oben weiter auf der Karte, rechts neben den Yagari-Wasserfällen, findet ihr Kingston's Shack. Hier ist normalerweise die Mission Rescue Tyler. Der steht dann hier rum. Wenn ihr die Quest erledigt habt, ist er logischerweise nicht mehr da. Hier auf der Plattform, wenn ihr hier oben angekommen seid, müsst ihr einfach nur ein Stückchen weiter rechts lang gehen. Hier findet ihr eine Truhe und hier leicht versteckt neben der Truhe findet ihr die nächste Aufzeichnung. Das ist die Aufzeichnung Nummer 4. Die nächste Aufnahme findet ihr in Halai Village und zwar ein Stückchen weiter rechts auf der Karte, wo es diesen Steg runtergeht. Da müsst ihr im Prinzip nur den Steg hier einmal dran langlaufen und euch dann ein Stückchen hier links halten. Kurz ins Wasser springen, hier die Leiter anvisieren. Da klettern wir gerade einmal hoch. Und dann zu eurer Linken hier im Regal habt ihr die Aufzeichnung. Für die letzte Aufnahme müsst ihr im Quest sein Way of the Science. Und zwar müsst ihr da hoch zur Biosphere gehen. Wenn ihr das Lab betretet, müsst ihr euch ein Stückchen links halten. Da geht es dann runter zu so einem Minenfeld. Den ersten Part könnt ihr überwinden, indem ihr so einen Zombie anlockt und ihn ins Minenfeld reinlaufen lasst. Und den zweiten Part, wo ich jetzt hier schon bin, da geht ihr am besten hier hoch über den Baum und jumpt dann hier einmal runter hier um die Ecke und dann einfach ins Gebäude rein. Hier die Leiter einfach hochkraxeln und als kleines Dankeschön für euer fleißiges Zuschauen zeige ich euch noch, wo ihr hier den nächsten Bauplan findet. Und zwar hier links unter dem Bett findet ihr den Bauplan für das Tesla-Messer. Einmal Kehrtwende auf dem Tisch, die nächste Aufzeichnung. We knew we couldn't stay with Dr. Kessler. We asked him to come with us, but
Das waren alle Aufnahmen, die ihr auf Palanai finden könnt. Den Rest gibt es in einem neuen Video.